Sehr gut. Heimlich austauschen einfach hier. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger. Hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Whatever these people are doing is illegal, right? What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just ja, got. Das ist auch klug. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? I know that I'm scared. None of it makes any sense. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need oder die arbeiten für die. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. Wow. So no. This isn't happening to anyone else, and I'm done asking. Look, I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Es war ja auch ein ganzes Stück zurück, ne? Ganz schön weit weg von allem. Weird story, ey. Ist hier nirgendwo, auf einmal werden zwei Ranger abgehört, die anderen haben keine Probleme. So, als wären wir irgendwie relevant. Das ist ganz komisch. Ganz, ganz komisch. So, wir kommen ja, glaube ich, irgendwann wieder Richtung, also in die nördlichere Richtung. Vielleicht züchten die da auch den T-Virus oder so. Es kann ja alles sein. T-Virus, Aliens. Auf jeden Fall ist es irgendeine komische geheime Basis. Warte mal, bin ich hier jetzt wieder falsch oder was? Ja, ich bin zu weit. Zu weit gelaufen, Mist. Ging es hier auch nach oben? Nee. Hallo. Hallo. Hier geht's nicht lang. Ich habe gerade was gehört, aber das waren, glaube ich, einfach nur Naturdinge. Komische Naturdinge. Komme ich da vorbei? Nö. Da können wir lang. Ey, ich wäre so paranoid die ganze Zeit bei jedem scheiß Geräusch, ne? Wäre so paranoid. Unter allem würde ich irgendjemanden vermuten. Wir sind gleich wieder bei unserem Turm. Was denn? What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Oh
shit. My thoughts exactly. Ja, warum hat sie das denn gemacht? Our radios were tapped. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, scheiße. And those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Warum hat sie denn auch gelogen? Ich hab doch extra gesagt, mach das nicht. Gesagt, dass hier extra die... Ich meine, im Grunde hat auch keiner sie mit denen gesprochen, aber also nicht so richtig. Wir haben sie halt angebrüllt, dass sie sich verziehen sollen, aufhören sollen mit dem Feuerwerk. Das war das Einzige, was wir sagen wollten. Aber, jetzt sind wir nicht gelogen, ne? Jetzt haben die halt eine Angriffsfläche. Und weißt du nicht, was diese Leute vorhaben, die uns angezapft haben? Vielleicht ist auch wirklich nur jemand, dem scheiße langweilig ist, das kann ich mir aber schwer vorstellen. Kurz mal Karte gucken. Ich bin ein bisschen zu weit, würde ich sagen. Oder? Nee, eigentlich können wir die Strecke ruhig gehen, glaube ich. Ich würde es uns gleich mal überlegen, durch die Höhlen zu gehen, vielleicht. Vielleicht ist da oben ja noch ein. Ich frage mich, ob man jetzt vielleicht zufällig in die Höhle kann, die abgeschlossen ist. Das würde mich mal interessieren. Ob das zufällig geht. Da ist ja noch so eine abgeschlossene Höhle. So ein Höhlenabschnitt. Vielleicht hat den irgendjemand aufgemacht in der Zeit. I don't know. Gleich mal eine Pipi-Pause machen. So, ich hoffe nur, kommen wir auch lang. Ich weiß es nämlich gerade nicht so genau. Ja. I just heard something. What is it? I don't know. It was goddamn terrifying, though. Well, it could be an elk, or it could be someone trying to get you to radio about a loud noise so they know where you are. Ah, fuck. How about you don't do that again? Ja, wir wissen ja nicht, ob die Funkgeräte nicht auch wieder abgehört werden können, ne? Aber keine Ahnung, wie das funktioniert, Funkgeräte anzuzapfen. Aber es wäre schon mal smart, wenn wir uns nicht die ganze Zeit zustecken, in welchen Positionen wir uns befinden wahrscheinlich. Es war ein richtig weirdes Hirschgeräusch, fand ich einfach. Aber es klang sehr verzerrt. Wurzelter Baum. Ich glaube, hier bin ich richtig, ne? Kurz mal gucken. Genau, das ist da, wo ich... Ich will einfach nur mal gucken, ob wir... Das ist jetzt gar kein großer Umweg gewesen, tatsächlich, weil wir brauchen eh lange bis zu Wapiti. Bis nach Wapiti. Einfach nur mal schauen, ob wir hier vielleicht Glück haben und vielleicht in diese Höhle rein können, die abgesperrt ist. So. Okay. Weiß nicht, wo wir am besten runtergehen können. Weiß gerade nicht mehr, wo der Höhleneingang war. Okay, das dauert noch ein Stück. Spring mal runter. Gibt es eigentlich noch irgendeinen Ort auf der Karte, den wir noch nicht großartig besucht haben? Das ist ein Hawk's Rest eigentlich. Aber hier war ja auch das durchgeschnittene Kabel, ne? Ich glaube, da kann man nicht großartig weiter. So, mal runter hier.
Arsch. Jetzt hier lang, aber es ist der gleiche Weg quasi, ne? Das ist nur eine andere. Nee, da geht's gar nicht lang. Okay. War denn die Höhle? War die hier? Oder da? Karte gucken? Ne, ein Stück ist es noch. Und bitte brechen Sie sich nicht die Beine, dankeschön. So, und hoch. Okay, ist im Grunde der gleiche Weg, lol. Hätten wir uns sparen können. Also da muss man schon echt Vertrauen haben, dass die Bretter noch halten, ne? Hätte ich jetzt nicht unbedingt. So, rüber. Okidoki, da ist... Warte mal, waren wir hier schon? Das ist nicht der normale Höhleneingang, oder? Oder doch? Sind wir da auch runtergesprungen oder? Wir sind doch einfach in die Höhle reingelaufen, oder? Nee, das muss die sein. Ich frage mich halt, ob wir da jemals reinkommen. So, ich muss mal eben pullern gehen. Ich glaube, das werde ich mal eben tun. Oh, kurze Pipi-Pause, dann kann ich auch nochmal meine Wasserflasche auffüllen, dann bin ich gleich wieder da.
Pfütze. Entschuldigung, was zwingst du, Spabs, was zwingst du bitte Karen da zu sagen? Du kleiner Frecher. Nellichen Spabs. Na, hast du gerade Mittagspause? Schade, ich habe echt gehofft, dass die Höhle vielleicht zufällig offen ist oder so, nach den ganzen komischen Vorkommnissen. Schade. Jetzt mal gucken, ob wir vielleicht, genau, wir müssen jetzt wieder da lang und dann Richtung oben. Andere so, Richtung Norden. Müssen erst in den Westen, dann nach Norden. Ich einfach nur da lang und oben. Ja, okay. Dann nimm mal die Beine in die Hand, Henry. Wir müssen da irgendwann auch mal ankommen. Und vielleicht im besten Fall nicht mitten in der Nacht, wobei ich vermute, dass bald Nacht ist. Übrigens hört sich das hier draußen auch gerade die ganze Zeit an, als wäre es irgendwie mitten in der Nacht, weil die ganze so eine Taube ausrastet. Ich weiß auch nicht. Die denkt irgendwie, sie sei eine Eule, glaube ich. Komisches Tier. Manchmal eh das Gefühl, dass hier einfach so eine halbe Taubenfamilie lebt, weil die uns hier ganz schön auf die Nerven gehen zwischendurch. Jiji. Okay. Je. Was haben wir jetzt bekommen? Lagerfeuer? Nee, nur Staubwolke, okay. Ich dachte kurz, es wäre echt ein Lagerfeuer gewesen. Das hätte mich jetzt aber gewundert. Das hat mich jetzt aber richtig krass gewundert. Wo gehen wir am besten lang? Ich guck mal kurz. Ich glaube, das ist egal. Ob wir jetzt hier mal eben hochhüpfen oder unten langlaufen. So. Runter. Und weiter geht's. Okay, hier müssen wir sowieso über den Baumstamm. Ohne bitte uns die Beine zu brechen. Das wäre sehr gut. Sonst muss Delilah uns irgendwann vom Boden aufkratzen. Und ich glaube, das findet die nicht so geil. Ist sie kein großer Fan von. Upsi. Okay, wir sind jetzt am See. Das heißt, wir können einfach hier, glaube ich, weiter den Weg entlang gehen. Müsste, glaube ich, ungefähr passen. Ey, der Wind rastet draußen gerade richtig aus. Es ist zwar warm hier heute, aber der Wind rastet richtig aus. So, wo bin ich? Wir sind falsch. Also nicht ganz falsch. Ich bin einen kleinen Umweg gelaufen. Ich bin irgendwie wieder in den Süden gerutscht, wie es aussieht. Okay, aber wir sind trotzdem ungefähr richtig, glaube ich. Ne? Also hoffe ich zumindest. Dann mal ran da. Da ist auch das Feuer. Genau, müssen wir hier überhaupt runter? Ich kontrolliere das mal eben kurz. Ja. Okay. Jetzt sollte der Weg eigentlich verhältnismäßig einfach werden.
Na komm. Na ok. Sehr gut. Und weiter geht's. Übel, also ist übel staubig. Gott, hoffentlich laufen wir richtig, ne? So, bitte sag mir, dass ich in die richtige Richtung laufe. Nein, ich laufe komplett in die falsche. Was ist denn das? Was habe ich denn für eine Orientierung? Gar keine, oder was? Nice. Komplett falsch. Ich bekloppt wirklich. Ich kann mit dem Kompass auch nicht so mega viel anfangen, weil die Wege oft eh so geführt sind, dass du dann wieder in eine jeweils andere Richtung läufst. Deswegen bringt mir der immer nicht so viel. Wenn du so einen geschlängelten Weg hast, der dann trotzdem sich wieder Richtung Süden abgrenzt, ist es halt eh dumm. So. Hallo, ich bin ein Ranger, der sich am wenigsten in diesem Park auskennt. Ja. Los, Henry. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Das bringt richtig, macht dir richtig Wade nachher. Sag's dir. Wade und Oberschenkel. Du wirst es nicht bereuen. So. Also mein Guess sind ja wirklich nur auch bisher T-Virus und Area 51. Weiß nicht, was da noch so sein könnte. Vielleicht irgendwelche anderen komischen biologischen Experimente, bei denen irgendwie die Menschheit zugrunde geht. Vielleicht werden da auch irgendwelche krassen Roboter gebaut, die von Katzen, also vielleicht von Katzen gebaut werden, um die Menschheit zu unterjochen. Ich meine, das kann alles sein, ne? Alles ist möglich. So bin ich jetzt hier richtig. Ja, so halbwegs. Okay. Jumpen wir da einmal rüber. Okidoki. Hier ist schon der nächste Cache. An dem waren wir aber auch schon mehrmals, glaube ich, dran. Und dann müssen wir eigentlich gleich bald wieder da sein, ne? Sind wir richtig? Wir sind richtig. Ich hoffe, dass der Weg nach unten auch die richtige Wahl ist. Hoffe ich. Da war der komische gestapelte Stein. Dann müssen wir gleich am Zaun sein und den Zaun können wir dann hoffentlich mit der Axt einreißen. Und vielleicht sehen wir dann, ob es sich wirklich dabei um alle Igel dieser Welt handelt. Oder irgendwelche anderen Verbrechen. I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Copy that. Sehr gut, rein da. I smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Scheiß drauf, rein da. Woppity, Klappe öffnen. Einbrechen also. Ja. Hab ich perfektioniert. Aua! Ich wurde angeflogen. I got stung by a bee. Okay. Is that it? Warum hat mich random eine Biene gestochen? Did it hurt? Hat die da drin gewohnt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Delilah so, was, Bienenstich? Wo ist dein Problem? Zum Glück hat Henry nicht gesagt, ja, ich bin Allergiker. An das Personal von Wapiti Station. Dr. Simmons befindet sich vom 15. August bis 15. Oktober in der Einrichtung. Dr. Johnson ist für hochschuleigene technische Ausrüstung verantwortlich. Für regierungseigene technische Ausrüstung ist Cat Ferdinand zuständig. Zur Erinnerung, dies ist ein kontrolliertes Gebiet. Sämtliche Probleme, Fehlfunktionen und Verstöße sind umgehend zu melden. Das ist so weird.
Was hat die Regierung hier zu tun? Richtig merkwürdig. Okay, wird Zeit, dass wir uns ein bisschen einkacken, glaube ich. Ich weiß nämlich nicht, was hier gleich passiert. Okay. Die haben es auch nicht so mit sicheren Brücken, ne? Ist auch nicht so deren Ding. Hallo? Ist da jemand? Nein? Ja, und jetzt wird's dunkel, ne? Natürlich super Timing. Was ist das für eine weirde Einrichtung, wenn die hier so weit abgesteckt wird auch? Was machen die hier? Okay. Was ist da? Hier eine kleine Grafikbugs gerade, wa? Oder das soll nass darstellen, ich bin mir gerade nicht sicher. RTX. Da glitzert einfach RTX. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot-tall transmission tower. And they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Ja, hoffentlich haben sie unsere neuen Funkgeräte noch nicht entdeckt. Einfach mal ein heftiger Überwachungsturm hier. Creepy. Okay. Ich hab wirklich ein kleiner Grafikbug hier, ne? Mit den Partikeln überall. Oh, they're doing something with the soil out here too. It's all gritted off. Who knows what else they're up to? Okay. Hier Bodenproben oder was? Aber scheint niemand da zu sein, ne? Delete. So, Leute, was ist das für Zeug? And there is all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. Ja, wie willst du sowas auch erkennen, ne? Was das sein soll? Ein Piep in der Kasten. Was haben wir hier? Nichts, was wir öffnen können. Hier ist auch alles total durcheinander irgendwie. Warum? Warum hat hier jemand... I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I just wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. Ja, bei den Überwachungssachen da höchstwahrscheinlich wissen die, dass wir hier sind, ja. This place sleeps three. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Like us. Yeah, like us. Okay, Campingkocher. Campingstuff halt. Wäre halt interessant, wenn wir uns diese Sachen hier ansehen könnten, ne? Weil da würden vielleicht auch aufschlussreiche Sachen draufstehen.
Desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. Ja, der wusste, vielleicht wusste da jemand, dass ich herkomme direkt und ist sofort abgehauen, als ich durch den Zaun gekommen bin. Das wäre jetzt so meine Theorie. Und hockt jetzt irgendwo in einem Busch und beobachtet mich. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking my... our... people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Gucken, was da drauf steht. Zielperson, Frequenz, Geschlecht, soziale Rolle. Häufiger Weggang aus Two Forks, da werden die mich mit meinen. WPE, Vermeidungsverhalten, ältere Daten konsultieren. Nicht erwidertes Verlangen nach Beistaff, Konflikt mit anderen männlichen Personen, unverhältnismäßige Nahrungsaufnahme. Mhm. Okay, so there's a log here that tracks the movement of four distinct subjects. Also eigentlich allen. Yeah, definitely me. And I wahrscheinlich noch zwei anderen Rangern, denke ich. What about the other two? Oh, die verschwundenen Teenager kann natürlich auch sein. Maybe the missing girls? Like they're still out here and these people are following them? Maybe it's possible, right? But then why haven't you seen them? I don't know. We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here. So merkwürdig. Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Okay, ich glaube, wir haben alles gesehen, ne? Hier ist so eine Tasse. Steht da drauf? Wyoming. You love Wyoming. Das ist zumindest ungefähr ein Hinweis, wo die herkommen, vielleicht. Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Guck mal in die Kiste rein, was haben wir denn hier? I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear, like, a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a... wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Krass. Holy. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. They keep this wave receiver thing in a crate. I mean, it looks like their prized piece of equipment. Nimm ihn mit. Well, it's ours now. Jetzt ist es unserer. Jetzt ist es unser Schatz. Einmal die Knöpfe drücken, passt schon. Folge dem Piepen des Geräts, okay. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Nichts von hier jedenfalls. Okay, versuchen wir mal den Piepen zu folgen. Aber das steht auch immer drauf, in welche Richtung ich mich bewege. Ich glaube, die Richtung ist korrekt jetzt. Piept immer ein bisschen schneller, ne? Ne, da kommen wir nicht mehr weg.
piept ja komplett random. Okay, dann versuche ich es mal im Zelt, wenn er da so schnell piept. This desk seems to be aber es ist wahrscheinlich auch nur, weil er eben auf die Geräte hier reagiert, schätze ich mal. Dials and computers and sorts of das ist ja eine Anleitung, ne? Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Tone gleich source of signal discovered, okay. Dann die Stärke des Signals, wie oft der blinkt und... Und wenn es grün ist, sagt er uns, okay, das Ziel ist quasi fast in der Nähe. Wenn hier ist logisch, er erkennt da halt die ganzen Geräte, ne? Hey, this desk seems to be okay, where all the monitoring is recorded. Sagt immer das gleiche über den just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage, sagen, gehen wir erstmal hier raus. Hier haben wir gar kein Signal. Bestimmt kriegen wir gleich wieder einen vollen Latz, weil ich glaube nicht, dass die uns das Gerät einfach mal so überlassen. Interessant, dass der Überwachungsturm kein Signal ausgibt. Wäre wahrscheinlich auch schon zu einfach. Merkwürdige Story. So, okay. Okay, fehlen noch Infos. Habe ich noch nicht alles gesehen? Loser Stein. Warum ist der lose Stein so wichtig? Okay, die stehen echt ein bisschen random rum, ne? Ich guck mal auf die Karte kurz. Ja, Nachforschung wollte Petit Meadow anstellen. Dann haben wir vielleicht noch nicht alles gesehen. Da oben ist auch noch ein Tor. Also irgendwie geht's da oben auch noch mal lang. Irgendwie noch eine Möglichkeit. Ne, also hier im Osten. Huch. Im Osten ist halt auch nochmal der Zaun. Deswegen müssen wir eigentlich mal gucken. Jelly, Hallöchen. Na, du, wie geht's? Und Hallo, Fanti. Und Hallo, Sophie. Na, ihr Süßies. Wie geht's euch, Nasen? Sophie, bist du gut angekommen? Ich hoffe, du hattest eine gute Fahrt. So, ja, ich würde jetzt erstmal wieder zurück zu dem Lager gehen, wo ich gerade herkam. Und will mal gucken, ob wir vielleicht noch einen anderen Weg finden. Vielleicht habe ich doch was übersehen. Kann ja immer gut sein, ne? Das sieht hier alles schon so sehr in sich geschlossen aus. Ich hole mir das Ding raus. Ist schon echt merkwürdig, was hier passiert. Ich bin gut angekommen. Fahrt war meh. DB muss einseitig an ihren Aushängen arbeiten. Ja. Das ist halt schade, dass man irgendwie nicht so richtig entspannt Bahn fahren kann manchmal, ne? Ist das jetzt hier? Genau, da ist das Lager. Ich war ungeduldig und bin dann eine Stunde, bin sie dann eine Stunde abholen gefahren. Ach, hast du sie auf dem Weg irgendwo eingesammelt? Cool. Ah,
kann er doch was dazu sagen. This equipment is not stuff from the hardware store. Habe ich doch eben schon probiert, ob das geht. Aber da wollte er nicht. Können wir nicht irgendeinen Unsinn mit den Sachen anstellen? Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and. Gut, ich guck mal, ob wir hier noch irgendwie weiterkommen, ob es da auch nochmal ein Tor gibt. You don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Nee, also hier ist halt wirklich nichts mehr. Ich weiß nicht, was wir hier noch erkunden können, ehrlich gesagt. Können wir nicht irgendwie einen auf Hackerman oder so machen? Irgendwas in die Richtung? Wäre schön. Verstehe nicht, warum sich die Pinnwand nicht anguckt. Das könnte interessant sein, aber wahrscheinlich verstehen wir eh nicht, was da ist. Okay, ich steck das Ding mal weg, ne? Okay, er piept trotzdem. I'm sorry, Leute. Ich wollte es extra wegstecken, damit es euch nicht auf den Sack geht. Ja, I don't know. So Leiter, Kisten, die wir nicht aufmachen können. Ja, na gut, dann bleibt mir wirklich nichts anderes übrig, als den Ort hier zu verlassen. Vielleicht müssen wir auch weiter aus dem Gebiet raus, damit die Aufgabe abgeschlossen wird. Oder ich gehe einfach mal hier lang, das ist auch eine gute Idee. Okay, da geht's nicht durch. Na gut. Echt merkwürdig. Gut, so wie immer eigentlich, arbeite halt nebenbei, auch wenn ich sehr müde bin. Musste gestern als Ersatz für die Crew einer anderen Streamerin einspringen. Das hat sich bis 6 Uhr morgens hingezogen und hatte ich einen asozialsten Amazon-Boten ever. Wieso war der asozial? Was war denn da los? Ich komme in Berlin an, gehe zu dem Gleis, wo ich laut meiner Karte hin muss. Steht ein anderer Zug dran. Ich frage nach. Ja, ich soll zu Gleis 8. Ich gehe dahin. Da steht erst gar nichts und dann hält da ein Zug nach Dortmund und eine völlig andere Nummer. Ich? Nee, kann ja nicht sein. Frag den Nächsten. Ja, nee, sie müssen an Gleis 2. Also da, wo ich vorher war. Ich gehe dahin. Steht ein ICE nach Leipzig mit einer anderen Nummer, der dann abfährt. Hä? Natürlich Ansagen und Aushänge, alle fehlerhaft gewesen, aber ich habe einen Ersatzzug bekommen. Aber meine Sitzplatzreservierung war damit dann flöten. Die machen mich wahnsinnig. Boah. Was für eine Scheiße, ne? Und dann wundern sie sich alle, dass alle so unzufrieden sind mit der Bahn, ne? Das ist richtig ätzend, da kannst du ja auch gar nichts für. Es ist halt auch schön, dass selbst die MitarbeiterInnen dann dort keine Ahnung haben, ne? Auch sehr schön. Weil da erhofft man sich ja wirklich dann wenigstens die richtige Antwort in dem Moment. Oder dass sie zumindest die Möglichkeit haben, da irgendwie mal nachzugucken und vielleicht auch nachzufragen, was da jetzt Sache ist. Natürlich toll, ne? Na gut, gehen wir erstmal raus. Aber die Aufgabe ist immer noch die gleiche, ne? Ich würde ja gerne nur Nachforschung anstellen, aber es geht nicht. Da ist ja nichts mehr. Ich versuche erstmal das Gebiet zu verlassen. Ich weiß sonst nicht, wo ich hin kann. Ich fühle mich ein bisschen lost. Der hat stumm bei mir geklingelt wegen einem Paket für einen Nachbarn und hat mich da beleidigt, weil ich erst nicht aufgemacht habe. Der hat dich als Hure beleidigt? Was? Tickt der noch ganz richtig?
Da würde ich mich aber beschweren, du. Das ist ja mal richtig assi. Baut mich erstmal an, was ich denn so assi sei und ihn warten lasse. Der hat 2 Minuten stumm geklingelt bei mir. Wie gesagt, war nicht mal für mich das Paket. Das ist ja richtig asozial. Ich meine, kannst du als Paketbote lieber froh sein, dass jemand überhaupt dir die Tür aufmacht, wenn er kein Paket erwartet. Ah, wie unangenehm. Richtig unangenehm. Bahnfahren ein Segen, sondergleichen. Ja, total. Ja, damit startet man auch direkt gleich wieder Kacke in den Tag, ne, mit solchen Assis. Steck doch mal das Ding weg. Das ist alles sehr verwirrend hier gerade. So, da geht's Richtung Zaun. Ah. Oh. Abkürzungsbaum, glaube ich. Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Das, ja. Aber ganz ehrlich, was sollen die auch machen, ne? Also, wie sollen die sonst feststellen, wer, also kann ja der Support auch nichts für. Wie sollen die sonst feststellen, wer der Fahrer war? Ohne irgendeine Referenz, das stimmt schon. Kann ich die schon verstehen. Aber ist trotzdem nicht schön für dich. Es tut mir voll leid, ey, dass du da so einen asozialen Menschen an deiner Haustür hattest, wirklich. Da wünscht man sich, also, da muss man sich ja nicht wundern, dass manche Leute einfach nicht mehr die Tür aufmachen, wenn sie selber keine Pakete erwarten, ne?